So, wurde auch mal wieder Zeit, wir zocken drauf los. Ich glaube, im Zimmer 201 lebt jemand. Dann sollten wir mal aufmachen. Steigen ein. Aber nein, das ist das Zimmer. Anscheinend sollen wir den Schrank aufmachen. Und das geht hier anscheinend auch nicht. Das kleine Mädchen, sie wies auf diesen Wandschrank hin. Was könnte das bedeuten? Narnia. Es ist ein alter Videograf. Ist das Charlie? Das ist Charlie und diese beiden Mädchen. Vielleicht war das einmal Charlies Zimmer, aber warum hat mich das kleine Mädchen zu seinem Schrank geführt? Wo ist die Verbindung zwischen all diesen Dingen? Shit! Was zum Teufel tust du hier? Das ist mein Raum, verschwinde wieder! Warte, ich kenne dich nicht. Wer zum Teufel bist du? Beruhigen wir ihn. Ich bin Zoe. Ein Freund? So, arbeitet er hier? Denn ich sage dir hier und jetzt, jeder hat einen Vertrag unterschrieben. Alles ist legal und niemand wird vermisst. Ja, ich bin eine Freundin von Winnie. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass jemand anderer dieses Zimmer benutzt. Wo zur Hölle ist er? Wer? Winnie, was zur Hölle denkst du, über wen ich spreche? Ich weiß nicht, vielleicht ist er abgehauen. Jesus, wenn er weg ist, werde ich ihm Feuer unter seinem Scheißarsch machen. Er ist nicht nett zu mir. Nein, das ist er nicht. Jesus Christus. Winnie war dabei, mir mit einigen Informationen über diesen Mann zu helfen. Über Risa Tamese. Tamese? Wer zum Teufel ist das? Noch einer von Winnies Totschlägerfreunden? Jemand in der Art. Jedenfalls wollte Winnie mir helfen. Aber vielleicht kannst du es stattdessen tun. Warum verdammt nochmal sollte ich das tun? Nun, ich wollte ihn dafür bezahlen, aber wenn du daran nicht interessiert bist... Wie viel? 500, wenn du mir Informationen über meinen Freund lieferst. Weitere 500, wenn du ihn findest. 1000, hä? Meinst du das ernst? Ich bin von Winnies Freunden schon mal verarscht worden. Sieht es so aus, als wäre ich genauso? Ich urteile nicht danach, wie jemand aussieht oder so ein Scheiß. Ja, genau, Scheiß. Also, wie ist der Name dieses Arschlochs? Risa Tamese. Er ist größer als du. Schwarze Haare, braun gebrannt. Wahrscheinlich gut gekleidet. Tamese, verstanden. Ich werde mich umhören, wo er sein könnte, ob es irgendwas gibt, was ich rauskriegen kann. Wie kann ich mich mit dir in Verbindung setzen? Ich werde heute Abend im The Fringe sein. Ja, klar. Nein, wirklich, wo treffen wir uns? Du kannst gegen 10 Uhr hierher zurückkommen. Ich bestelle eine Pizza, eine Flasche Wein. Ich sagte The Fringe. Schau mal, Schätzchen, es gibt eine Warteliste von 2 Jahren. Um auf diese Warteliste zu kommen, muss man entweder sehr berühmt oder sehr reich sein. Und du, Schätzchen, ich will dich nicht verletzen, bist keines von beiden. Nein, aber ich habe Kontakte. Vertrau mir, ich werde im Fringe sein. Und ich werde sicherstellen, dass dein Name auf der Liste steht. Das ist doch nicht dein Ernst. Richtig? The Fringe? Das scheiß Fringe? Na gut. Jesus, ich werde dort sein. Jesus Christus, wenn du mir das eher gesagt hättest, dann hätte ich dir umsonst geholfen. Scheiße. Hervorragend. Na gut, wir haben eine Abmachung. Komm her, ich lass dich vorn raus. Ein DNA-Schloss, unüberwindlicher Shit. Ja, dieser Ort ist wirklich eine Festung, in die man nicht reinkommt. Haben ihn voll angelogen. Aber wir sollen nachrennen. Er wird mich hier rauslassen. Ich werde alles überprüfen und sehen, was ich finden kann. Heute Nacht also, im Fringe, ja? Du versuchst mich doch nicht zu verarschen. Es ist mir sehr ernst. Dieser Freund, der bedeutet mir sehr viel. Na schön. Solange ich auf dieser Liste bin und du das Geld hast. Warte, wie war dein Name nochmal? Wie ist deiner? Marcus. Hast du keinen Nachnamen? Nein. Und du?
Du bist eine Spielerin, Zoe, das sage ich dir. Okay, Marcus. Danke. Bis später. Spiel wird gespeichert. Nein. Jetzt. Marcus versprach mir. Bla 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 bla. Okay, das haben wir alles jetzt gemacht. Dann schauen wir doch mal, wohin sich unsere Wege uns noch führen. Die scheiß Penner wieder. Gibt es hier nicht mal einen Ort, wo diese Leute schlafen? Ich habe nichts mehr, wofür ich leben kann. Ich besaß einmal eine Kunstgalerie hier in Venice. Nun sieh mich heute an. Ja, bist hässlich. Langsam verstehe ich, wozu diese Fässer gut sind. Machen wir uns einfach mal direkt auf den Weg ins Fringe. Vielleicht passiert da ja was. So, der Chinese. Mit dem mag ich nicht reden. Du bist ein bisschen unheimlich. Kaufen. So, ich glaube, hier mussten wir durch. Dann wollen wir noch mal sehen, ob Marcus was über unseren herrlichen Freund Reese herausgefunden hat. Das ist ein Summer. Ja? Hallo, Zoe Castillo nochmal. Kann ich reinkommen? Na sicher. Sicher dat, Fräulein. Hey, Mizi. Eine Hostess. Nicht das... Ja? Sag mal, arbeitest du schon lange hier? Was tust du da? Was? Warum stellst du mir diese Fragen? Das hat keinen bestimmten Grund. Okay, dann hör auf damit. Sie sind lästig. Dieser Ort ist etwas still, nicht wahr? Schau mal, es ist eine Cocktailbar, kein Café. Im Moment ist Nachmittag. Es heizt sich erst richtig um Mitternacht auf und die Leute bleiben meist bis Sonnenaufgang. Ach so, das ergibt einen Sinn. Danke. Oh. Eigentlich sollte sie aha sagen, aber gut. Dazu an der Synchronisation gehapert. Ey, Schnecke! Sogar der Barmann trägt teure Designerklamotten. Jeder hier ist wirklich ist kein Barmann gekleidet. Wir haben noch nicht geöffnet. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie Charlie da drüben. Charlie! Hey, Sie sind zurück. Überrascht? Es sah so aus, als könnten Sie nicht auf sich selbst aufpassen. Nein, nicht wirklich. Haben Sie Ihren Freund Jericho gefunden? Nein, noch nicht. Und sein Name ist Greaser. Aber ich habe einen Hinweis. Gut. Ich hoffe, Sie finden ihn. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie lange, sagten Sie, leben Sie im Borderhaus? 10 Jahre. Warum? Es muss sich ziemlich verändert haben. Es war ein unheimlicher Ort. Da war ein Raum, der wirkte okay, aber der Rest davon sah erschreckend aus. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Die Welt kann sich in einem Jahrzehnt völlig verändern. Sie haben wieder nichts von Reza gehört, stimmt's? Tut mir leid, Mädchen. Wenn ich was höre, lasse ich es Sie wissen. Danke, Charlie. Für was? Hören Sie, fühlen Sie sich ganz frei und bleiben Sie hier, solange Sie wollen. Vielleicht wird Ihr Freund wieder vorbeikommen. Vielleicht ja, aber auch nicht. Vielleicht hasst er uns ja. Vielleicht braucht er meine Auszeit. Oh. Ein Bonsai-Baum. Ich mag dieses ganze japanische Ambiente, das Sie hier haben. Ich nicht. Ja? Nichts. Okay. Ja, so laufen viele meiner Gespräche ab. Dieser Ort ist bis Mitternacht ziemlich ruhig. Das ist der Zeitpunkt, da die VIPs und die Vampire sich zeigen. Um 3 Uhr nachts. Ja. Danke. Oh. Das wird auch nicht mehr? Dann müssen wir anscheinend wieder raus.
Was für eine mysteriöse und völlig belanglose Tür. Kommen wir nicht weiter? Hier ebenso nicht. Charlie, zusammen mit zwei Mädchen. Dieses Arschloch. Ach, vielleicht sollte ich dir das Bild zeigen. Ja. Halt. Komm. Ja, ich hab schnell übersprungen, kennen wir ja schon. Können Sie mir irgendetwas über dieses Bild erzählen? Das sind Sie, stimmt's? Jesus Christus, wo haben Sie das gefunden? Im Hotel, Zimmer 201. Ich fand es in einem Schrank. Ich glaube, Sie wissen wo. Ich denke, das sind Sie, richtig? Das ist 10 Jahre her und das war in einem anderen Leben. Ja. Ich kann nicht glauben, dass dieses Foto noch in Aprils altem Zimmer war nach all dieser Zeit. April? April Ryan. Das Mädchen in der Mitte. 201, das war ihr Zimmer. Vor 10 Jahren. Sagten Sie April Ryan? Ja. Warum? Dieser Name klingt sehr vertraut. Wahrscheinlich verwechseln Sie April mit jemand anderem. April verschwand damals im Jahr 09, ein paar Tage vor dem Kollaps. Wir haben einige Zeit nach ihr gesucht, bevor ich aufgab. Andererseits, Emma verlor nie den Glauben. Sie denkt, dass April noch lebt. Da draußen, irgendwo. Emma ist das andere Mädchen auf dem Bild? Ja. Die beiden waren die besten Freunde, die ich jemals hatte. Aber ich habe von Emma in all den Jahren nichts mehr gehört. Und April? Sagen wir mal, dass ich Emmas Glauben an Wunder nicht teile. Wie verschwand April? Nun, mir ist nicht wohl bei der Sache, darüber zu sprechen. Es ist eine Privatangelegenheit. Ich muss es wissen, Charlie. Ich denke, es besteht eine Verbindung zwischen April Ryan und dem, was Reza untersuchte. Was? Ist das Ihr Ernst? Es dürfte verrückt für Sie klingen. Ich kann nicht mal glauben, dass ich Ihnen das erzähle, aber ich habe den Namen April Ryan kürzlich gehört. Ich habe Dinge gesehen, auf Bildschirmen. Als ich nach Casablanca zurückkam, im Hotel, fremdartige, schaurige Dinge. Zu Anfang glaubte ich, es hätte etwas mit der Stasis zu tun. Das könnte durchaus der Fall sein, aber ich glaube, es ist mehr als das. Da war diese schneebedeckte Landschaft, ein fremdes, schwarzes Haus, ein Mädchen. Ich weiß, das klingt völlig irrsinnig, aber das Mädchen, sie sprach zu mir, direkt zu mir, durch den Bildschirm. Finde sie, rette sie. Zuerst war das alles, was sie sagte, und dann finde April Ryan. Finde April, rette April. Als ich an diesem Ort war, in dem Hotel, sah ich dieses Mädchen nochmal. Sie zeigte mir den Weg zu Aprils Zimmer, dann zu dem Schrank, wo ich dieses Bild fand. Jesus, wenn Sie recht haben und wenn das kein schlechter Witz ist, muss ich mich mit Emma in Verbindung setzen. Sie glaubt, dass April die Wahrheit sagte. Die Wahrheit? Über was? Können Sie in der Nähe bleiben, Zoe? Ich bin sicher, dass Emma mit dem ersten Vectrex oder Scramjet von Europolis kommt und sie wird das von Ihnen hören wollen. Sobald sie hier ist, werden wir Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Ich verspreche es. Die April Ryan, von der Sie gehört haben, ist vielleicht nicht Ihre April, Charlie. Ich möchte nicht, dass Sie Ihre Hoffnung aufgeben. April verschwand unter sehr mysteriösen Umständen, Zoe. Wenn es einen winzigen Hinweis gibt, dass dies etwas mit ihr zu tun hat, müssen wir ihm nachgehen. Okay, ich muss hier auf diesen Kerl warten, damit er mich kontaktieren kann. Marcus. Ich traf ihn im Hotel. Marcus? Das fängt an, sich anzuhören wie eine verdammte Familienzusammenführung. Marcus war ein Freund von uns aus alten Tagen, bis er in Amazon eine dicke Karriere einschlug. Wir haben ihn in all den Jahren nicht gesehen, aber ich hörte, er bekam einen Job in dem Hotel. Ja, er ist eine Art Hausverwalter. Und Sie haben recht, es ist kein Hotel. Ich sah etwas, als ich dort war. Sie testeten ein Gerät, das auf den Kopf einwirkt. Ich habe schon einmal gesehen. Es ist wahrscheinlich das, was Reza nach Newport brachte. Jedenfalls sagte Marcus, dass er mir für eine gewisse Summe helfen würde, herauszufinden, was mit Reza geschehen ist. Ich sagte ihm, er könne mich später hier treffen. Ich hoffe, das ist okay. Kein Problem. Das ist der sicherste Ort in Newport. Nichts gelangt hinein oder hinaus, ohne dass ich es weiß. Ich werde sicherstellen, dass sein Name auf die Gästeliste gesetzt wird. Ich werde Emma anrufen.
Dann muss ich mich noch um einige Geschäfte kümmern. Aber Sie können ruhig hierbleiben. Ich werde die Küche anweisen, Ihnen etwas zu essen zu machen. Das wäre schön. Ich bin fast am Verhungern. Ich habe seit der Fahrt nichts mehr gegessen. Sie sind an den richtigen Ort gekommen. Unser Sashimi ist das Beste in der Stadt. Suchen Sie sich einen Tisch und ich werde jemanden schicken, der Ihre Bestellung aufnimmt. Danke. Warten Sie, Charlie. Ja? Denken Sie wirklich, Risa ist okay? Er ist ein Enthüllungsjournalist, nicht? Jericho ist berühmt. Ich bin sicher, er hat schon Schlimmeres erlebt. Machen Sie sich keine Sorgen, er wird okay sein. Jetzt geht hier mal der Punk ab. Ja, ist ja richtig voll hier. Kaum noch Platz. Coole Brille. Eine heiße Schnecke hockt alleine. Und die Kamera schwenkt hinter zu uns, anscheinend mit Emma. Und das ist alles. Ich weiß, das ist nicht viel und ich weiß, dass es eure April Ryan gar nicht sein könnte, aber... Es ist so. Es muss so sein. Ich glaube nicht an Zufälle. Und das wäre ein enormer Zufall. Sie könnte versuchen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, Charlie. Vielleicht braucht sie unsere Hilfe. Vielleicht... Erhoffe dir nicht zu viel, Emma. Wir wissen noch nichts. Es tut mir leid, das zu fragen, aber Charlie, Sie versprachen mir zu erzählen, was mit April geschah. Ja. Ja, das habe ich. Sie verschwand unter sehr mysteriösen Umständen. An dem Tag, an dem sie verschwand, waren Konzernleute hinter ihr her. Ich weiß noch immer nicht, warum. Sie stürmten das Haus und... Auf Emma wurde geschossen. Sie hat es fast nicht geschafft. Und was April angeht, sie konnte fliehen. Das war das Letzte, was wir von ihr hörten. Aber wir wissen, dass sie fliehen konnte. Sie wurde durch Sicherheitskameras in Uptown identifiziert. Und wir fanden später heraus, dass sie an Bord eines Shuttles gegangen war, zu einer der Orbitalstationen. Es ist dort, wo die Cookie Crumb Trail endet. Unmittelbar danach ereignete sich der Kollaps und alles wurde anders. Als die Dinge wieder zur Normalität zurückkehrten, waren wir beschäftigt, unser eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und als wir anfingen, wieder nach ihr zu suchen... April war weg, verschwunden. Wären dann nicht die Dinge, von denen sie uns erzählt hat, hätte ich geglaubt, sie wäre nur ein weiteres Opfer des Kollaps geworden. Welche Dinge? Das ist der Punkt, an dem die Dinge kompliziert wurden. Sie sprach über eine andere Welt. Eine Art von paralleler, magischer Dimension. Wir glaubten nicht... Du glaubtest ihr nie, Charlie. Ich dagegen zweifelte nie daran. Gut, ich glaubte ihr nicht. Hört ihr mal meinen Klingelton vom Telefon? Trotz der Dinge, die ich während des Kollaps sah. Und so lange gehen wir dich nicht. Dieser Ort nennt sich Arcadia. Hat sie ja schon gelöst. Da war dieser Mann. Cortez, ein echter Freak. Er sagte April, dass sie eine Art von Talent hätte. Macht, zwischen Welten zu reisen. Und dafür würde sie gebraucht. Nach dem, was April uns erzählte, gibt es zwei Welten. Diese hier und die andere. Arcadia, eine Welt der Magie. Die beiden existieren parallel in der Balance miteinander. Ich hatte nie einen Grund, irgendwas zu bezweifeln, was April früher sagte. Aber sogar ich war skeptisch. Als ich aus dem Krankenhaus herauskam, fing ich an zu grübeln. Und die Dinge, die sie uns erzählte, sie ist nicht die einzige Zoe. Es gibt noch andere, die dorthin gereist sind und Arcadia gesehen haben. Es ist real. Wir wissen es einfach nicht. Alles, was wir erfahren haben, ist, dass ein gefährlicher, wahnsinniger Vorstellungen und Gedanken in ihren Kopf einpflanzte und... Ich weiß, Charlie. Hab ein wenig Vertrauen, okay? Ich weiß es. Ich kann es fühlen. Ich habe eine Menge nachgeforscht. Wenn du genügend Geld hast, werden dir sogar die bestgehüteten Geheimnisse offenbart. Tut mir leid, Emma, aber das klingt wirklich ein bisschen... Verrückt, dass ich Wahnvorstellungen habe? Sie meinen, ich hätte nicht dasselbe über mich angenommen? Wie alt waren Sie, als der Kollaps stattfand, Zoe? 9? 10? 10. Und erinnern Sie sich an etwas? Nicht wirklich.
Wir lebten zu dieser Zeit in London und unser Stadtteil war für mehrere Tage abgeriegelt. Mein Vater wollte mich schützen. Ich habe nicht viel mitbekommen. Die meisten Menschen erinnern sich nicht. Oder sie geben vor, es vergessen zu haben. Diejenigen von uns, die es sahen, so etwas vergisst du nicht mehr. Aber es sind sogar schon vor dem Kollaps Dinge passiert. Fremde Dinge wie Träume, die durch undichte Stellen in die reale Welt sickerten. Wenn ich zurückschaue, alles, was ich gesehen und gelesen habe, was die Leute mir erzählten, Leute, die keinen Grund hatten, mich zu belügen. Ich weiß, dass April die Wahrheit sagte. Und ich glaube, dass sie immer noch dort ist. In Arcadia. Okay. Okay, dann sagen wir, dass Sie recht haben. Die Nachrichten, die ich erhielt, denken Sie, dass diese Schneelandschaft die parallele Welt ist, von der April erzählte? Arcadia? Nach dem, was ich weiß, ist es nicht Arcadia. Aber wer kann das sagen? Die Frage ist, wer ist dieses kleine Mädchen? Und warum versucht sie, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen? Schließlich kannten sie April Ryan nicht. Ihr Name hatte bis heute keinerlei Bedeutung für sie. Das Schicksal brachte sie her. Und wenn sie nicht das Bild gefunden und es Charlie gezeigt hätten, wäre ihnen nie der Name von April bekannt geworden. Das scheint sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber Risa ist das Verbindungsglied. Die Story, an der er arbeitet, muss mit all diesen Dingen zu tun haben. Es ist die einzige Erklärung, die ich mir denken kann. Ihr Freund ist Journalist. Wissen Sie noch immer nicht, wo er ist? Nein, aber mit etwas Glück kann ich es heute später am Abend vielleicht noch herausfinden. Übrigens, Charlie, besteht hier irgendwo die Möglichkeit, einen Privatanruf zu machen? Vielleicht hat Risa versucht, mich zu erreichen. Ich werde es nochmal auf seinem Handy versuchen. Und auch bei meiner Freundin Olivia in Casablanca, falls sie von ihm gehört haben sollte. Sicher. Sie können eine der privaten Lounges benutzen im oberen Stockwerk. Die letzte auf der linken Seite ist leer. Danke. Ich bin bald zurück. Dann machen wir es alles auf die Socken. Oh, die Geschichte müssen wir erstmal verarbeiten. Nicht, dass Risa selber noch passiert ist. Vorsichtig die Treppchen hochgehen. So, die letzte links. Rechts sind jetzt auch nicht so viele, muss man jetzt dazu sagen. Kann ich mich hier hinsetzen oder sowas? Achso, ich sollte vielleicht einfach nur mein Handy benutzen. Hi, hier ist Risa. Ich bin entweder beschäftigt oder ich schlafe. Wie auch immer, hinterlassen Sie mir eine Nachricht und ich rufe zurück. Thanks. Hallo, ich bin es nochmal. Ich traf Charlie und ich folgte deiner Spur zum Hotel. Ich fand dein Feuerzeug und es war überall Blut. Ich hoffe, alles ist okay, Risa. Bitte ruf mich an, wenn du diese Nachricht bekommst. Ich habe nicht vor, dich aufzugeben, aber ich muss wissen, dass du nicht... Ich muss wissen, dass du okay bist. Wir sprechen bald miteinander, ja? Hey, hast du dir ein VIP-Separé besorgt? Marcus, ich wollte gerade... Sehr schön, ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Sie würden gern Hallo sagen, ganz persönlich. Okay, jetzt scheint es eklig zu werden. Ah, japanische Tentakelpornos. Anscheinend wurden wir überfallen und in dieses Gerät gesteckt. Winter. Glitzer, Glitzer. Zoe! Wo bin ich? Das fühlt sich nicht wie ein Traum an. Ich sollte frieren, aber mich friert nicht. Eigentlich fühle ich gar nichts. Das sieht alles so vertraut aus. Die Visionen. Das ist der Ort aus meinen Visionen. Finde April. Okay, machen wir jetzt mal auf die Socken hier. Schon leicht unheimlich. Das Mädchen. Finde sie. Rette sie. Du musst sie finden. Du musst sie retten. Ich verstehe nicht. Bitte, was willst du von mir? Finde April, Ryan. Schnell,
Aber was? Du musst dich beeilen. Geh, sofort. Oh oh. Und auf Wiedersehen. Finde April Ryan. Rette sie. Ich versuch doch alles. Scheinen noch zu schlafen und zu einem fremden Ort gescheint. Wo haben die uns hin verschleppt? Diese Fotzen. Wo zur Hölle bin ich? Kann es sein, dass die Viecher zur Musik gebrummt haben? Okay, das ist nicht die Wirklichkeit. Das kann nicht die Wirklichkeit sein. Ich muss aufwachen oder hier rauskommen. Ich muss etwas tun. Okay, das Spiel wurde abgespeichert. Und ich würde sagen, hier beenden wir auch mal. Und ich glaube, das wird dann richtig spannend hier. Tschüssi.